Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder. Monika Fuchs kocht in ihrer Terrassenküche und dieses Mal heute mit einem ganz speziellen Gast und diesen kleinen Gast im Sinne von, es ist ein Kind. Das werdet ihr nicht glauben. Das Ding hier ist ein Kind. Ein ganz besonderes Kind. Sie ist nämlich Bäckermeisterin. Sie backt, könnt ihr euch das vorstellen, das, was ich überhaupt nicht kann. Sie backt auch richtig professionell schon. Das ist nicht zu fassen. Das ist nicht zu fassen. Ich habe sie aber jetzt mal ein bisschen aufgebockt. Sie ist natürlich nicht wie ich, 85-Jährige, so groß wie ich. Sie wird aber gleich hier tätig werden und ich lerne was dabei. Und sie bringt mir Kirschstreuselkuchen. Kirschstreuselkuchen. Dieses Wunderwerk heißt Thea. Und Thea und ich haben eine Gemeinsamkeit, die wir heute nicht breit walzen werden. Nicht wie mit so einer Küchenrolle. Ne? Wir haben beide eine, jetzt kommt das Wort her, wo du gesagt hast, dass ich das nicht sagen darf. Wir haben beide die gleiche Scheißkrankheit gehabt. Sie in einer anderen Form, ich in einer anderen Form. Da haben wir uns schon speziell unsere eigene Krankheit ausgesucht. Ne? Wir haben beide wieder traumhafte Haare. Ne? Ne? Kennen wir ja ohne. Ne? So ein bisschen kalt an der Birne. Ne? Ja. Also ohne Haare ist ein bisschen kalt an der Rübe. Ne? Ja, ich hatte das Glück, dass ich im Sommer hatte. Hattest. Deswegen ging es voll. Und im Winter habe ich halt Perücke oder Mütze getragen. Hast du Perücke gemacht? Ich hatte eine Perücke. Ich habe mir ganz lange eine gewünscht. Und dann habe ich auch eine bekommen, aber die habe ich dann eine Woche getragen und dann habe ich sie nicht mehr getragen, weil es hat sich nicht richtig angefühlt. Das war nicht ich. Kumpel. Es hat sich nicht richtig angefühlt. Das war wie so eine Verkleidung. Kumpel. Ich habe gleich zu dem Arzt gesagt, nee, Perücke ist nicht. Ich stehe dazu, was ich habe. Ich setze mir eine gute, ehrliche Wollmütze auf oder binde mir einen Turban oder irgend sowas. Ne? Aber so zu tun, als ob meine schönen Haare, die ich sehr geliebt habe. Du hast deine auch geliebt, ne? Ich habe meine geliebt, aber ich mag die, die ich jetzt habe, ein bisschen lieber. Ich mag meine auch viel lieber. viel lieber. Weil ich hatte früher so ganz, ganz dünne Haare, so ganz, ganz dünne, ganz feine Haare. Und das war halt immer extrem schwierig, weil ich konnte mir keine richtigen Frisuren machen, weil das war wirklich nicht... Was man Schnittlauch nennt, ne? Ja, ganz genau. Und das war halt, ich mochte die Farbe sehr gerne, das war so ein Erdbeerblond. Aber jetzt mag ich das auch total gerne, weil die sind jetzt extrem dick und extrem voll. Es ist jetzt, eine Strähne ist so dick, wie wenn ich mir mit meinem alten Pferdeschwanz gemacht habe. So. Und vor allen Dingen hat es da hinten, das seht ihr ja nicht. Mach dich mal zur Seite. Hier ist das so dermaßen pfiffig geschnitten. Ich habe sie natürlich sofort nach ihrem Friseur gefragt, ne? Weil das ist ja für mich heutzutage auch ein Thema, zu welchem Friseur gehe ich. Ne? Gut, von dieser Scheißkrankheit haben wir also doch ein gutes Geschenk gekriegt. Ne? Ja. Ich sage, und dann sage ich jetzt böse Worte zum letzten Mal, als ich das erfahren habe, dass ich das habe, da habe ich gesagt, Scheißkrankheit, dich will ich nicht und dir haue ich eins auf die Rübe. Scheißkrankheit. Und das habe ich auch gemacht und das hast du in deiner Weise auch gemacht. Und wie, ne? Na, du hast nur nicht das böse Wort gesagt. Naja, ich habe auch kurz ehrlich gesagt den bösen Finger in den Himmel gezeigt, wenn ich ehrlich bin. Ja, das ist ja noch leise. Ja, aber ich bin damit eigentlich auch ganz gut klargekommen. Also ich wusste, dass das halt nicht so gut ist. Und meine Mama hat mir, das Einzige, wo ich kurz Tränen vergossen habe, war, als meine Mama mir gesagt hat, dass meine Haare wegfehlen werden. Nein! Habe ich ganz kurz Tränen vergossen. Aber dann habe ich auch direkt... Meine Mama ist kurz rausgegangen, 2 Minuten später ist sie wieder reingekommen und ich habe auf meinem Handy auf Pinterest, kennen Sie diese Kurzhaarfrisuren mit diesen Mustern drin? Ja. So, was habe ich danach geguckt, ich wollte das haben. Natürlich. Ja. Meine Mama meinte, also wenn ich meine Haare schon verliere, dann darf ich alles machen, was ich nicht machen würde. Ne? Genau. Sehr, ich lache mich tot. Das ist genau das Gleiche wie bei mir. Als ich die Diagnose hörte, habe ich nicht geheult, weil ich dachte, so, da muss ich jetzt tapfer sein, da muss ich jetzt irgendwie durch. So ist es nun mal. Puh, ja, kriegen andere Leute auch. Aber als er gesagt hat, ich hätte so lange Haare, ne? Als er gesagt hat, und in 14 Tagen, der hat es auch noch so ein bisschen schroff gesagt, 14 Tagen da habe ich geheult, aber wie ein Weltmeister. Aber das war das einzige Mal. So, nun reden wir da nicht mehr drüber, außer, dass ich sagen muss, Thea hat die ganze Zeit, wie lange warst du im Krankenhaus? Also die erste bei der Diagnose war ich 4 Wochen im Krankenhaus. Dann? Und dann pro Chemo immer so eine Woche ungefähr. Immer eine Woche, ne? Ja. Und du hast die ganze Zeit Schule weitergemacht, ne? Also die ersten paar Wochen schon. Die
die ersten paar Wochen schon, genau. Und dann die dritte und vierte Chemo habe ich dann nicht mehr gemacht, weil da ging es mir dann tatsächlich auch nicht so gut. Da hatte ich keine Kraft. Aber zwischen den Chemos habe ich immer gearbeitet. Was ist mit dem Roboter? Genau, ich hatte so einen Roboter, das ist so ein bisschen wie so, es gibt ja diese Personal Transporter, diese Subway-Dinger. Ja. Rede ruhig weiter, ich verstehe kein Wort. Dinger wie den Subway und den Tunnel, oder was hast du ich gesagt? Ich habe auch ein Foto davon. Okay. Mit meinem Lehrer, soll ich sie zeigen? Martin, reich mal rüber bitte. Ja. Die blende ich dann rein, die Fotos, ne? Die macht er dann nochmal extra in den Film, ne? Also ganz stolz da mit meiner Perücke. Keine Perücke, das ist meine Perücke. Das war bei der Bestrahlung, da musste ich die ganze Zeit so eine Maske tragen, eine halbe Stunde lang. Das war meine Perücke, Lisa. Ich mochte die gerne, aber ich habe sie nicht getragen. Eigentlich sieht sie gut aus, die Perücke. Und ich wollte halt immer schon so dicke braune Haare haben. Haha, jetzt hast du sie. Jetzt habe ich sie. Aber ich habe sogar ein viel schöneres Braun. Ich habe so ein Kupferbraun. Das ist natürlich. Das ist sehr schön. Aber ich meine, ehrlich gesagt, das steht ja auch gut, ne? Ja, als mir meine Haare ausgefallen sind, da ist so ein Herz drin gewesen. Das ist in eine Herzform ausgefallen. Was? Machst du ja auch noch Kapriolen? Ich werd verrückt. Und das ist mein Lehrer, den mochte ich sehr gerne. Und das da ist so wie ein iPad und dann ist da drunter, ach so, das ist halt auf so einer Stange und dann sind da noch so Rollen zwei. Ja. Und darauf bin ich die ganze Zeit durch die Schule gefahren und habe den Unterricht mitgemacht. Martin wird dieses hier nochmal einblenden, ne? Das musst du ihm dann mal kurz, ne Martin? Ja. Überlassen. Und das da hinter dem Foto? Ja. So habe ich mir die Haare dann gefärbt. Ich bereue ein bisschen, dass ich das mit diesen Mustern nicht gemacht habe, aber ist okay. Du wirst ja wohl nicht hoffen, dass das nochmal kommt, ne? Nee. Nur damit du deine Haare kariert machen kannst. Auf keinen Fall. Nein, das möchten wir nicht nochmal. Genau, und so saß ich dann die ganze Zeit am Schreibtisch. Wahnsinn. Also, so ein bisschen tapfer bist du schon, ne? Ja. Also, du bist sehr tapfer. Du bist sehr tapfer. Und ich finde, ich bin auch tapfer. Ich lobe mich mal selber. Ich lobe mich auf jeden Fall. Als Erwachsener, weil ich habe immer alle amüsiert. Ich habe immer dafür gesagt, dass sie alle fröhlich waren. Weil wenn sie alle fröhlich gucken, dann gucken sie fröhlich und dann geht es mir auch besser. Aber wenn sie alle so, dann geht es mir nicht so. Ne, ich fand das auch immer ganz unangenehm, wenn wir darüber geredet haben, weil dann die Stimmung so runtergezogen wurde. Und dann habe ich das versucht so ein bisschen aufzuhellen, aber Mama meinte auch, ich hatte ja Konfirmation gefeiert und in ihrer Rede meinte auch so im Krankenhaus, ich war immer so die Fröhliche. Wir haben immer nur die anderen da getan, weil die sahen aus wie wandelnde Leichen. Und mir ging es tatsächlich recht gut. Und das fand sie halt super. Ich fand es auch super. Du, dann haben wir aber ein bisschen Parallelen, ne? Weil ich mache das heute noch. Das ist einfach, es bringt dich ja nicht weiter, wenn du immer nur mit gesenkten Augen und traurig guckst. Die Geschichte ist schon traurig in sich, da musst du nicht auch noch. Nein, und es hilft eben, wenn man so, oh, ne, scheiß Geil, der hau ich alles auf die Rübe. Das hilft schon. Und Lachen ist sowieso gut, aber man muss es können. Das kann nicht jeder, weißt du. So, jetzt widmen wir uns aber der Tat. Na, jetzt kannst du die wieder hinstellen. Thea habe ich kennengelernt durch, dass mir jemand gesagt hat, ich kenne ein kleines Mädchen, die ist 14 Jahre alt und die kocht, die backt den genialsten Kuchen. Und da war ich natürlich sofort, und ich backe ja nicht, ich kann das nicht, ich behaupte, ich kann das nicht, weil da musst du nach Rezept gehen, ne? Ja. Und das werden wir jetzt mal gucken. So, jetzt eine ganz wichtige Frage, wie bist du aufs Backen gekommen? Ich weiß nicht, ich glaube, das war durch Corona hauptsächlich, weil, also ich war da schon immer ganz gut drin und meine Mama kann auch nicht backen, deswegen habe ich mich da immer so ein bisschen durchprobiert, habe dann da so ein bisschen was draus gemacht und im Sommer habe ich dann halt irgendwie jede Woche 2 Kuchen gebacken, so ungefähr. Und dann war das halt, dass David, also Pulle, die Rast übernommen hat. Die kleine Rast und dann habe ich... Das ist ein Imbiss, der hier in Hamburg von einem uns allen bekannten Herausgeber einer Zeitschrift übernommen wurde, weil er das einfach liebt, dann nur neben mir einen Imbiss zu haben. Und dafür backt sie und da geht sie auch hin und arbeitet da schon. Unglaublich. Ja, genau. Und dann war es halt so, ich war da halt unten und wir haben halt
gefragt, so, woher kommt denn der Kuchen? Und dann meinte ich halt so, ja, backe ich mal für dich. Habe ich so 2 Probekuchen an einem Wochenende gemacht, halt Kirschstreusel, das ist so ein bisschen mein Standard, also Standard, meine Spezialität, sage ich mal. Ja, und seitdem mache ich das jedes Wochenende. Und ja, wie gesagt, und das arbeite macht, ich dann. Und das macht ja richtig Spaß. Das macht Spaß. Das macht dir richtig Freude. Das macht mir richtig Freude. So, was machst du als erstes? Also, als erstes brauchen wir Butter. Brauchen wir ein Messer, kann ich ein Messer haben? Hier. Habe ich vergessen, oder so. Geht auch. Genau, 100 Gramm, warte, ich habe mein Rezept auch hier. Was ist das für ein Rezeptprozess? Habe ich selbst, also das habe ich zur Konfirmation bekommen, da schreibe ich meine Rezepte ein, weil ich habe die von irgendwo anders, aber die stimmen nie richtig. Ich passe die dann immer so ein bisschen an und füge da so meine Sachen hinzu. Du weißt, dass du dann mal ein Backbuch rausbringen wirst, ne? Ja. Du wirst mal ein Backbuch rausbringen. Wirklich, du wirst ein Backbuch rausbringen. Ich sage dir. Und zwar als Kind. Ja. Nicht als Erwachsene, da ist das nichts Besonderes, ein Backbuch. Als Kind. Bist du gut in der Schule? Ja. Dann kannst du neben mir auch noch ein Backbuch kreieren. Ich schaff das. Ja, so viel. Genau. 100 Gramm? Genau, 100 Gramm Butter. Ja. Mal ein bisschen Einschätzungsvermögen. Was sagst du? Oder noch ein Muschen? 10 Gramm noch. Ja. Und? Es passt. Passt, ne? Passt so. Okay, ich mach's wieder weg. Ich muss ja ein bisschen was machen auch, ne? Genau, dann brauchen wir den Zucker. Da auch 100 Gramm. Willst du das machen? Ja. Oh, sie trocken was. Einfach rieseln lassen, ne? Einfach rieseln lassen. Kommt auch noch ein Päckchen Vanillezucker dazu. Warte, ich muss mich konzentrieren. Ich meine, so leicht ist das für mich nicht. Ich, die alles mal zusammenschmeiße. Ah, ah, hast du hier schon? Siehst du? So, einen Löffel bitte. Löffel. Da nimmt. Siehst du, guck mal, schon versagt. Boah, ich werde nicht als Co-Autorin in deinem Backbuch genannt. Das passiert mir aber auch manchmal. Ich muss dann auch zurücklöffeln. Manchmal passiert mir das auch, dass ich mich dann, dass ich noch ein bisschen verschlafen bin und mich an den Mengen vergucke. Und dann fällt mir das erst auf, nachdem ich das schon gemacht habe. Muss ich das immer ein bisschen zurücklöffeln. Guck mal, das ist... Das passt. Ja! 101! 101! Okay. Dann kommt ein bisschen Vanillezucker dazu. Dann sagen wir 110. 110. Ja. Eine Prise Salz. Wie beim... Achso, Salz habe ich leider. Salz, ja. Salz, Martin reicht ja jetzt an Salz. Salz. In einer dezenten Schüssel. Geil. Nimm rein in Fingerspitzen. Wie viel Salz nimmst du? So eine Prise immer. Ein bisschen anderthalb, ein bisschen mehr. Das meinst du doch nicht ernst, ne? Doch. Das meinst du nicht ernst? Doch. Ja. Du kannst mir jetzt nicht weismachen, dass das einen Unterschied macht. Für mich schon. Ich finde, ja, ich brauche das, weil ich gieße mir das immer so in die Hand und da ist das ein bisschen mehr als eine Prise. Freunde, Prise Salz. Ich glaube es nicht. Okay, weiter. Was ist das eigentlich für eine saubere Schrift? Ich brauche das ganz ordentlich. Sonst stört das meine visuelle. Wenn es nicht sauber ist, dann reiße ich die Seite aus und mach's nochmal. Ganz sauber. So, weiter. Zitrone brauchen wir. 4 Gramm. Einmal. Wie soll ich denn das jetzt machen? Naja, so 4 bis 4 Gramm draus. Und eigentlich steht da, steht einfach drücken. Nein, da ist so ein Kern drin. Du das bitte auch ordentlich, ne? Ist ja nicht so, dass ich den ganzen Scheiß zusammen. Du hast schon wieder das unanständige Wort gesagt. Das darfst du doch nicht als Kind. Nee, im Originalrezept steht eigentlich auch nur 4 Tropfen, aber ich mache da immer mehr rein, sonst ist das zu süß. Die Waage rührt sich noch nicht mal, die lacht sich tot da unten. Ah, die Waage macht was? Ach so, da sind die Kerne rein, 4. Das reicht aber. Wie viele Kerne? Ah, 5. Und jetzt krieg ich auch. Einer ist noch drin. So. Das
müssen wir dann schon einmal. Jetzt ist aber, du sagst nur zwei. Das passt, das ist. Ja? Das ist genug Saft. Ich mach das aus Gefühl, aber manchmal sind das halt 4 Gramm. Du machst es aus Gefühl? Ich improvisiere, aber häufig. Häufig sind das nach dem Vanillezucker sind das dann halt 108 Gramm und dann mache ich nochmal bis 112 sind. Du willst nur lieb zu mir sein, gib's doch so. Nein. Doch. Du willst nur sagen, dass die Zuschauer sagen, die ist so lieb gewesen zu der Frau Fuchs. So, was machen wir jetzt? Wir müssen das rühren. Ich habe das gleiche Rührgerät, das ist uralt, ja, ne? Ja, das hat meine Mama hat sie sich gekauft, als sie ihre erste Wohnung bekommen hat. Das ist das? So ein Ding habe ich genau da oben muss im Schrank. Das rühren? Oh, Martin. Das reicht auch schon. Reicht schon? Ja. Das soll jetzt ein bisschen vermixt werden. Genau, dann brauchen wir 2 Eier. Die sind da drin. Ja, ganze? Mehr. 2 ganze Eier. Okay. Mit? Ja, mit. Gott. 1. Und 2. Ja. So, rühren? Ja. Rühren? Ja. Mit dem Gerät? Ja. Jetzt wird es nämlich lecker. Guck mal, in diesem Zeitpunkt würde ich jetzt schon mal 10 Gramm davon genascht haben. Du machst du gar nicht, ne? Ich versuch's nicht zu machen. Ich mach aber, sobald ich die Schäle nicht mehr brauche, nasche ich ein bisschen. Aha, und wie viel Gramm? Was aus einem Stehen kriegt, wenn ich es abgeklopft habe. Aha, würdest du es glauben? Wenn niemand guckt, steckst du garantiert meinen Finger bis zur Handfläche da rein. Oder? Also, ja. Ausreichend. Richtig. Mach ich auch. Der ist immer super anstrengend. Ich habe ja gestern, vorgestern habe ich auch einen Hüftzopf gemacht. Ja. Und so 5 Minuten mit dem Ding, das so einen harten Teig knickt dann. Weil das tut einem der Unterarm weh. Das stimmt. So, meine liebe Thea, wir haben uns eben ganz vorzüglich unterhalten, während dieses Gerät raschelte, bis Martin zu mir sagte, schön, dass ihr euch so gut unterhaltet. Man versteht noch nichts, weil das Gerät war viel zu laut. Wir haben ja festgestellt, wir lieben Gruselfilme, ne? Ja. Das muss bei mir so grottenst und gruselig sein, das gibt's nicht zweimal. Und alle meine Enkel und so, die haben alle Angst, die wollen das nicht. Ja, mit meiner Mama habe ich die 4 Stranger Things Staffeln durchgeguckt. In der ersten Staffel war meine Mama schon so, bist du sicher, dass das für dich was ist? Ich saß da ganz entspannt, habe dazugeguckt und meine so, was hast du denn? So, ist nichts Schlimmes. Findest du auch amüsant? Und meine Mama hat mir eigentlich verboten, Scream zu gucken. Ich habe letztens, weil die sind eigentlich alle ab 18, ich habe den 5., der ist ab 16, habe ich letztens mit meinem Papa geguckt, ohne dass Mama das wusste. Und jetzt weiß es sogar die ganze Gemeinde. Jetzt weiß es die ganze Gemeinde. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Nein, am Ende wusste sie tatsächlich, weil sie reingekommen ist, während er zu Ende gegangen ist. Okay. Aber genau, mein Vater auch die ganze Zeit, sowas gucken wir nicht nochmal, sowas guckst du nicht, wenn wir dabei sind. Und auch nicht, wenn wir nicht dabei sind, so, das erlauben wir dir erst, wenn du 16 bist. Und ich saß da die ganze Zeit. Was war denn das Gruseligste? Das ist doch alles gar nicht gruselig. Ja, finde ich auch, aber dann war da halt, mein Papa meinte halt diese viel Blut und die Jumpscares, wo man... Ich fand es aber, das war ganz geil gedreht, weil da denkt man immer, da kommt jetzt was und dann ist es aber nicht. Und außerdem, es ist ja gar kein Blut, es ist ja nur Farbe. Und die Schauspieler, hallo Freunde, Mittagspause, es ist 12 Uhr, Cut, Schluss. Und dann geht es Monstergespenst auch und holt sich einen Hamburger, ne? Ja. Also so sehe ich das, ne? Wie viel Mehl soll ich da reinmachen? 150. Wie viel? 150. Ja. 150. Immer wenn du auf die Waage drückst, denke ich, irgendwas piept an meiner Kamera. Ja. Und das ist, ich bin jetzt aber ganz nervös hier. Dass man hier so hinkriege. Ich liebe Gruselfilme. Ich sag dir gleich noch was Gruseliges, warte, erinnere mich dran. 150, ne? Oh Mann, ist das spannend hier. Leute, es dauert ein bisschen. Das hier. Genau.
Mach du mal auf, ich will dir das nicht ruinieren. Weißt du, was ich liebe? Ich habe es schon zu Hause gemacht, damit das ordentlich gut ist. Weißt du, was ich liebe? Ich liebe es, ins MRT zu gehen. Ich war das erste Mal, dass ich im MRT war, da war ich... Und wie viel? 50. 50 Gramm, genau, 50 Gramm. Das erste Mal, dass ich im MRT war, da habe ich die... Kennst du die Madagaskar-Filme? Warte. Von den Pinguinen aus Madagaskar? Nein. Naja, die gehen auf jeden Fall so anderthalb Stunden und ich habe einen davon habe ich komplett durchgeguckt, während ich da drin lag. Wo guckst du denn da? Die haben da so ein, also die fragen mich immer, ob ich Film gucken will oder nicht. Ach so, ob du Musik hören willst oder Film gucken. Genau, und dann, du guckst Film. Dann setzen wir die so ein Spiegel auf und der. Bei den kenne ich den Spiegel. Dann, genau, der guckt dann an die Wand hinter mir. Und den will ich nicht. Nicht? Nein, weißt du warum? Warum? Das ist jetzt abartig. Müsstest du aber verstehen. Für mich ist das Techno-Musik. Und dann vibriert das so und dann geht das durch den ganzen Körper. Und ich freue mich schon immer und die denken, ich habe einen Knall. Ne? Ich lasse mir auch nicht dieses Ding aufsetzen, sondern ich lasse mir, ich nehme ein Stück, entweder so eine Schlafmaske oder ein Stück Küchenkrepp oder irgendwas. Ne? Und gebe mich dieser, das ist für mich eine total moderne Art der Musik. Ich liebe es, ich liebe es. Und die muss ja auch alle so nach den Monaten in das Ding, ne? Ich finde es herrlich. Ja. Aber ich bin die Einzige. Möchten Sie eine Beruhigungstablette? Möchten Sie eine Beruhigung? Wie bitte? Ich will es genießen. Ich würde einmal vorher dann das so ein bisschen untermischen, ohne dass es läuft, weil dann nebelt das nicht so. Keine gravierenden großen Themen bespreche da das Maschinen. Ja, komm. Genau, einmal. Wir dürfen jetzt nicht reden. Jetzt könnt ihr reden. Aber einmal so untermischen, weil dann nebelt das nicht so, wenn man das anmacht. Aber es ist komisch, dass wir so einen merkwürdigen Geschmack haben, ne? Ja, finden auch alle total schräg. Gibt es denn irgendwas, was dich wirklich gruselt? Im wirklichen Leben? Im wirklichen Leben? Oder ich finde Clowns gruselig. Ja, sie sind auch nicht witzig, Clowns. Sie sind, das sind ganz ernste Personen, die machen mir immer eher traurig. Ja. Witzig finde ich die überhaupt nicht. Und diese Sketches, die sie machen, die finde ich auch nicht witzig. Ich denke immer nur so die, ich war mal im Zirkus mit meinem Onkel, als ich klein war. Und die sind zu so einem Mädchen gegangen und haben wir halt so ein Schrech, also die sind halt so rumgegangen. Und ich fand, die sahen schon gruselig aus so. Also überhaupt bitte nicht zu mir. Und die sind dann zum Mädchen neben mir gegangen und haben mir Nüsse über den Kopf gekippt. Mach du mal mit dem Finger, du hast gewaschene Finger. Ich habe gewaschene Finger. Ich nicht. Ich hätte das sonst auch damit machen können. Aber es passt. Ja, und sonst, gibt es denn was, wo du dich ekelst? Ich kann dir was sagen, damit du mal eine Inspiration kriegst. Ja? Ich möchte nie in meinem Leben Schnecken essen müssen. Oh, guck mal, die haben so Dinge. Ja. So, und dann soll ich ja, da reinbeißen. Ja, deren Augen, ne? Und dann soll ich da reinbeißen. Nein, ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht. Ich tue das auch nicht. Ich mach das auch nicht. Was ich auch ganz eklig finde, hier in Asien, da essen die ja auch Spinnen oder Froschschenkel. Das ist nicht so schlimm. Froschschenkel habe ich auch schon gegessen. Hast du ein Lieblingsessen? Ich mache immer Pesto selber. Basilikumpesto, das mag ich total gerne. Das war auch mein Geburtstagsessen, weil ich das gerne mag. Habe ich mir zum Geburtstag gemacht. Pesto mache ich auch selber, aber ich mache das aus allem Möglichen was Grünes. Nicht nur Basilikum. Ja, ich habe mich da noch nicht so ausprobiert, aber ich mache immer. Du kannst alles nehmen, was Grünes. Alles. Hauptsache Nüsse und Parmesan ist drin. Wie viele Löffel? 4. Guck nicht so streng, Thea. Ich guck nicht streng. Mein Bruder findet das auch immer total schrecklich, weil der kann halt weder backen noch kochen. Tut mir leid. Also falls er das sehen sollte, tut mir leid, Hugo. Wie heißt er? Hugo. Und der hat ja einen schönen Namen. Und ich gucke ihm dann immer so, also ich gucke dann halt immer so ein bisschen dahin, so kontrollierend so ein bisschen. Und er regt sich da immer so unglaublich drüber auf. Das finde ich total witzig. So. Sag mal. Was noch? Was brauchst du?
zwei Teelöffel Backpulver brauchen wir noch. Machst du jetzt? Das mache ich. Ich will dich jetzt auch mal in Aktion sehen. Also immer so rein und dann. Ja, und dann streicht sie. Oh. Kommt da genau ein. So, jetzt werden wir sehen, wie du mit diesem Gerät umgehst. Das möchte ich erstmal sehen. Was sind das hier für ein Finger, die bewegen? Der hier, der hat so elegant in der Luft gehangen. Schön. Ist das ein weicher Teig dann? Das ist so ein, ja, halt so schön cremig soll das aussehen. Soll das jetzt abtropfen? Das einmal ein bisschen abklopfen, genau. Ich kann schon mal den Ofen vorhalten. 180 Oberunterhitze. Oberunterhitze? Genau. Oberunterhitze, okay, 180. So, hier? Ja. Jetzt machen wir die Streusel. Da gilt immer, lieber zu fest als zu bröselig, weil sonst zerfällt das alles. Ja. Als erstes die Butter. Das machst du, ich werde mich nicht trauen. Okay, da brauchen wir, ich nehme immer 80 Gramm, weil sonst wird das zu so fein und dann ist das nicht so eine schöne Konsistenz. Mal sehen, ob du 80 hinkriegst. Nein, das ist zu viel. Das ist nicht zu fassen. 78 waren es übrigens. Ja, es sind 80. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. So, jetzt will ich sehen, wie du das machst. Wie ich arbeite, dann mache ich das jetzt alleine? Ja, ich will das jetzt sehen. Okay. Streusel kann ich nicht. Kann ich nämlich, weil ich mache halt einen sehr guten, was, wie viel? 75. Oh, das ist ein bisschen zu. Martin, wir brauchen 9 Löffel. Erste Löffel oder die trockenen vor allen Dingen. Aber sie macht es hier mit einem kleinen. Ich mache das mit einem kleinen, das passt. Ich nehme, was ich habe. Ist auch, ja. Wie viel waren das nochmal? 75. Perfekt. Ja, perfekt. Perfekt. Was ist das jetzt? Vanillezucker. Eine Packung. Okay. Okay. Und dann brauchen wir Mehl. Wie viel? Genau wie beim Mürbeteig beim Rühren, also 150 Gramm. Freunde, auf. Du kannst halt aber auch deprimieren, du. Genau auf den Punkt 150 und sie macht einfach nur so. Und dann, ich knete das immer mit der Hand, weil dann kommt da eine Schere so raus halt. Und wieso ist es denn sonst kneten? Es gibt ja diese Rührkneter, aber da, ach, was? Aber da knetet was? Man das nicht so gut. Das macht man mit der Hand. Ich habe das auch in meinem Rezept geschrieben mit der Hand. Also ich kann nämlich, also eines der wenigen Dinge, die ich kann, ist ein Apple Crumble, ne? Und Crumble heißt ja diese Knödel hier, ne? Genau. Und da mache ich immer noch Haselnuss rein oder Mandel oder... Ja, das mache ich auch ganz gerne, aber bei Mandeln ist halt, haben halt ein paar Leute Mandelallergie. Das ja. Haben wir ja nicht. Ja, genau. Ich habe auch immer bei so Kuchen, wenn da Nuss drin ist, schreibe ich das auch immer mit extra auf die Tafel. Ja, musst du machen, ne? Seine Tochter zum Beispiel hat das. Ja, ja, ich habe nämlich auch mal so ein, zu Ostern habe ich so eine Karottentorte gemacht. Karottenkuchen mit Schoko und da kommen halt auch Mandeln rein. Und ich glaube Haselnüsse, ich bin mir nicht mehr sicher, aber auf jeden Fall irgendwie Nuss. Und dann habe ich das auch extra mit drauf geschrieben, weil ich habe keinen Bock, dass ich das da abliefern kann. Nee, und du denn? Musst da ein Krankenhaus. Liegen da ein paar erstickte Kinder in der Gegend rum, ne? Ja. Nee.
Du kannst aber Cashewnüsse nehmen, das sind keine Nüsse. Ja, das sind ja Fruchtkerne. Das sind Fruchtkerne. Mit der jungen Frau erzählst du hier gar nichts. Ne? Also, ich esse das immer aus in der Hupolle. So also den Trick zum Beispiel kenne ich nicht. Und wenn man das, wenn das so, so tatsächlich? Ich habe das immer alleine, weil dann drücke ich das so an und dann, wenn das hält, dann merke ich, dass das eine gute Konsistenz ist. Also das ist halt gut Teig, soll ich mal zeigen. Ich drücke das immer so an den Boden. Und das ist ein Trick, den kenne ich nicht. Und dann nehme ich das so von der Seite hoch und wenn das dann halt so nicht direkt auseinanderfällt, dann hat das eigentlich eine gute Konsistenz. Wahnsinn. Guck mal, jetzt hast du was erfunden. Halt mal eben stehen. Wir wissen, ob die süß genug sind. Ich habe mir jetzt einen genommen. Ist gut? Ja. Mit der Hand, die ich benutze. Weil ich finde immer, die müssen auch ein bisschen süß sein. Ich mag nicht gerne, wenn Crumble nur nach Mehl schmeckt und nach Butter. Es ist süß, es ist süß. Süß. Okay. Na? Wie lange musst du noch eine Klammer tragen? Was für eine Klammer? Achso, die Zahnspange. Mhm. Ich habe die erst im Januar bekommen, nee, im Februar. Also ich glaube, ich muss noch ein Jahr. Stört dich aber nicht, ne? Nee. Manchmal stolz mich ein bisschen optisch, aber sonst stolz mich nicht. Optisch? Nee. Und manchmal, ich habe manchmal hier im, hier vorne im Mund habe ich manchmal so Wunden, wenn das zu sehr reibt. Oh. Dann reibt sich das so auf und dann tut das weh. Das ist nicht gut. Aber ich habe so ein Wachs, was man dann drüber macht und so eine Creme. Dann bist du. Übrigens, Leute, wenn ihr jetzt hier diese Küchenmeisterin anguckt, das da. Das Mikrofon. Ist das Mikrofon, weil ihr Hemd ist so weich und leicht. Wir haben das Mikrofon da dran gehängt, wie es sich gehört. Das macht es so. Und dann haben wir es eben innen an die Unterwäsche gehängt. Den Saft muss ich ja daraus kriegen. Wo gibst du den hin? Kann ich dir ja zeigen. Ich nehme immer den Deckel ab. Aber den schüttelst du doch nicht weg. Was? Den Saft? Doch, ich schüttel ihn weg. Nicht ins Waschbecken. Warum denn? Bist du des Wahnsinns? Warum denn? Nein! Warum? Bei mir trinkst wird sowas. Du das? Ja, bei ja, mir. Meine Mama hat das immer aufgefangen und niemand hat das getrunken. Sie meinte so, ja, ich trinke das bald. Das muss Martin abmachen. Auch in die falsche Richtung gedreht. Einmal umdrehen und draufhauen. Wir haben zu Hause immer an so einem Korkenzieher so ein Blasöffner-Ding. Ich hab da auch so ein Ding. Martin, gib mir das Spitzsieb. Martin? Ha! Thea ist stark. Selbst ist die Frau. Thea ist stark. Martin, gib doch mal ein Spitzsieb. Pass auf. Ich glaube es nicht. Da schüttet sie den Tee. Jetzt muss ich aber mal ganz streng werden. Da schüttet sie den. Ich glaube es nicht. Ich mache da immer so einen Esslöffel, mache ich da und dann gießt das an den Seiten ab. Warum? Ich mache immer mit einem Esslöffel, gehe ich da so rein und dann hält ich das darüber. Die Küchen bleiben hängen. Und hast du schon mal Spitzsieb gehört? Nee. Das ist ein Spitzsieb. Ach so. So. Ist nicht zu fassen. So, jetzt brauchen wir die zweite Schüssel, Martin, hinter dir. Ups. Halt auch was. Da tun wir jetzt die Kirschen rein. Das ist zu schwer, glaube ich. Nee, so. Mal sehen, wenn ich jetzt zum Beispiel was mit Wild mache. Und dann mache ich eine braune Wildsoße und dann tue ich da Kirschsaft rein. Ah, stimmt, sowas kenne ich. Ich schmeiß nichts weg, das widerstrebt mir ganz doll. So, was kommt jetzt? Die Form brauchen wir. Ein Butter. Mit was? Mit Thun. Hier, warte. Thun und Butter. Hier. Okay, das sind ganz schön klein. Sind so halb, oder? Sind so halb. Oh. Mutti war schneller. Okay. Entschuldigung. Mutti war schneller. Können wir damit das sauber machen? Ich verschwende nichts hier. Außer den Fischhof. So, du hast Wasser? Ja, wollte ich auch alles. Dankeschön. Ja. Ich muss einen Schritt zurück, sonst bist du außerhalb der Kamera. Ich mach das schon. Okay. Du machst. So, den Rand auf, ne? Ne? Ja.
Sind das so genug oder ist das nicht genug? Am Rand ist, also am Boden ist immer ganz wichtig. Am Rand ist halt so schlimm, weil da kann man dann mit dem Messer im Zweifel noch lang gehen. Okay. Jetzt haben wir hier fast die ganze Butter verbraucht. Jetzt bin ich ja gespannt, wie du das machst. Du brauchst jetzt einen Gummilöffel, ne? Einen Gummischrabber. Ich hab auch nicht dabei. Ey. Den haben wir, Martin, hinter dir. Nee, hinter ich bin dir. Super hinter dir. Mensch. Hinter dir. Gummischrabber. Ja, irgendwas hinter mir irgendwo anders, ne? Also. Da, wo du hinguckst. So, hinter dir. Nee, hinter dir. Nee, hinter dir. Willst du das da reinmachen? Machst du mal Trommelwirbel? Ich kratze das immer da so von hinten raus. Möchtest du bitte mal Trommelwirbel machen? Ja. Genau. Ich kann das nicht so schnell. Das war aber schon so recht gut. Ja, sehr gut. Ein bisschen rhythmischer? Ja, das ist halt das Problem, wenn ich schneller, wenn ich nicht rhythmisch. So MRT-artig? Ja. Ganz genau. So, wie beim MRT. Bum, 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 bum. Bum, bum, bum. Tüt, tüt, tüt. So, jetzt nehmen wir das Messer. Müssen wir sowieso noch einmal drin verteilen. Machst du jetzt. So, das war falsch, ne, was ich gemacht habe. Welches kann man, glaube ich, nicht machen. Ach, das ist so ein dicksämiger Teig, ne? Ja, weil das ist halt bei dem Kuchen ganz gut. Der kann halt leider, also was heißt leider, zum Glück nicht trocken, also nicht zu trocken sein durch die Kirschen. Kommt da halt immer, wird das halt ein bisschen saftig und frisch. Vorsicht. Dadurch ist das, wenn der Teig zu lange im Ofen ist oder halt zu dickflüssig, dann kommen die Kirschen da rein und machen das alles wieder gut. Weil an den Kirschen hängt dann ja immer noch so ein bisschen Saft drin. Das ist halt das Problem, wenn der Teig zu flüssig ist, dann braucht er Stunden im Ofen. Ja? Ja. Ich hatte schon ganz häufig das Problem im richtigen Rezept, dass ich habe das ja hier umgeändert und improvisiert und alles. Dass ich da halt, ich habe die Kirschen da reingemacht und dann habe ich aber 20 Minuten länger im Kuchen gebraucht, weil ich habe da reingestochen und da hat noch der halbe Teig dran geklebt. Der halbe was? Der halbe Teig. Teig. Also ich habe da reingestochen und der halbe Kuchen hat dran geklebt. Ja. Also das war noch um einiges zu flüssig und jetzt habe ich halt eine Stunde Backzeit und das ist perfekt. Was isst du gerne Kuchen? Also ich esse gerne Kuchen, aber ich mache es nicht so häufig, weil erstens verkaufe ich den ja und zweitens, weiß ich nicht. Ist nicht so. Manchmal stehle ich mir auch ein Stück. Aber du bist nicht so unbedingt so ein Kuchen. Ich muss jetzt dringend ein Stück Kuchen haben. So einer nicht. So, was machst du jetzt? Die Kirschen brauchen wir. Ich würde immer. Willst du machen? Oder wir machen nee, ich weiß ja nicht, was du machst. Einfach. Mach du mal was zum. Bisschen drin verteilen. Ich lass zum Schluss immer so eine Handvoll Kirschen. Plitschi, platschi, plumps, lass es liegen. Okay. Ich lass zum Schluss immer so eine Handvoll übrig. Warum? Weil dann streue ich hier über den Streuselteig nochmal rüber, dann sieht das ein bisschen hübscher aus, als wenn da nur so eine Decke drüber ist. Sieht dann beim Verkaufen halt ein bisschen freundlicher aus. Und deine Kuchen gehen da weg wie Bolle, ne? Ja, auf jeden Fall. Der macht da richtig Geschäft, ne? Der macht Geschäft, also das ist halt... Ja, ja, also das war auch manchmal, als ich das die ersten Male gemacht habe, bin ich nicht richtig pünktlich gekommen. Und dann haben tatsächlich auch Leute schon nachgefragt. Und es passiert auch häufiger, dass dann Leute danach zu Nathalie oder David kommen und halt die da das machen mit der Rast. Hm. Und sagen, so werden. Du willst welche überlassen für oben drauf. Ja, das reicht, wenn das so viele sind. Und dann sagen so, der Kuchen war total lecker und dann holen Nathalie und David mich. Und dann kriege ich halt Komplimente. Mir ist das immer ein bisschen unangenehm, weil ich kann sowas nicht. Ich bin ein bisschen so introvertiert, sage ich mal. Nein, bin ich nicht. Aber mir ist das so immer unangenehm. Ich mag das. Ja, das ist aber... Von fremden Leuten Komplimente. Ja, aber das geht jedem so. Ja. Da ist man dann immer so ein bisschen... Aber ist besser, als wenn du sagst, ey, ist das alles? Dafür habe ich diesen scheiß Kuchen jetzt... Schon wieder das Wort. Habe ich diesen Kuchen gebacken. Und dann kriege ich hier nur so einen laschen...
lasches Kompliment. Nein, das ist besser, man ist ein bisschen bescheiden, ne? Ja. So, und jetzt krümmelst du das wieder locker. Ich finde auch nicht zu bescheiden, weil sonst ist das immer so ein bisschen so, ah, die will doch nur, dass man ihr dann so sagt, nein, ist doch gar nicht wahr, so, weißt du? Wenn man dann Kompliment kriegt und so, nein, das stimmt aber gar nicht, und dann kommt so, doch, ist so. Ja, hast du auch recht. Ich finde, man muss einfach nur immer geradeaus gucken und sagen, danke, danke, ja, danke. Ich weiß dann auch manchmal gar nicht, was ich überhaupt sagen soll, so danke oder... Aus jetzt, Schluss jetzt. Was? Musst du sagen. Aus jetzt. Aussi. Schluss. Will nichts mehr hören. Ruhe. Ach ja, du schreist ganz laut. Ruhe, bitte. Dürfen die Kirschen da so rausgucken? Dürfen sie. Dürfen sie, aber ich versuche das immer gleichmäßig zu verteilen. Hm, aber ich merke schon, das ist ganz attraktiv, wenn da so ein bisschen, wenn die da so ein bisschen rausgucken, ne? Genau, deswegen mache ich da auch ein paar Kirschen raus, weil manchmal passiert das halt nicht so sehr. Die sehen gut aus, die Krümel. Die sehen gut aus. Das ist ein toller Trick, den habe ich jetzt gelernt. Das ist super. Ich habe ja auch später, also mich fragen manchmal Leute, was ich studieren will. Ja. Und ich bin ja auch so ein bisschen künstlerisch unterwegs. Ja. Und ich überlege immer, ob Architektur oder Konditorei, und dann eröffne ich meine kleine eigene Bäckerei. So, das finde ich, ich finde, das hat irgendwie was. Aber ich mag halt auch Architektur, stelle ich mir auch ganz cool vor. Oh, jetzt habe ich das Handtuch mit Kirschwasser eingelegt. Das macht überhaupt nichts. Mein Gott, das sind Arbeitslappen. Okay. Bei der Konditorei kannst du künstlerisch hervorgehen. Ich glaube, Architektur hast du so viele Regeln. Aber da ist halt auch so, du musst halt um 5 aufstehen, um die ganzen Fenster einzuräumen, frisch zu backen. Und ja, und? Ich bin Langschläfer. Nee, da gewöhnst du dich dran. Ich musste das mal in meinem Leben, ich musste es mal, ne? Aus der Not heraus, dass ich ganz, ganz früh anfangen musste zu arbeiten. Um 4:30 aufstehen. Du hast reingestochen und der hat nicht geklebt, ne? Der hat nicht geklebt. Das ist halt auch das Gute, dass der nicht zu trocken ist. Nee. Dass er durch die Kirschen nicht zu trocken sein kann. Die Kirschen, die da drin sind, ne? Die machen ja, die geben ja so ein bisschen. Saft, die sind ja an sich immer so ein bisschen saftig und dann geben die auch was in den Kuchen ab, weil es tropft ja nicht alles ab, da geht auch was in den Teig über, deswegen kann es nicht zu trocken bleiben. Und wie machst du jetzt, das weiß ich immer alles nicht. Lässt du den das abkühlen oder? Ich lasse den erstmal kurz abkühlen, dass er nicht so ganz heiß ist. Und machst du dann diese Springform auf? Oder musst du einmal dran schneiden? Ich mache das auf, dann gehe ich da mit einem Messer drunter durch und tief das auf den Teller oder so über. Das mache ich in der Rast immer so. Also ich gehe da mit einem Messer drunter. Wo ist das abgeschnitten? Mit einem Messer, also unter den Kuchen und zwischen Form und Dings. Hm. Und dann gehe ich da mit einem Messer, schneide ich das durch. Ja. Und dann ist es halt lose. Und dann gehe ich da nochmal bis zur Mitte und dann drücke ich so ein bisschen nach oben, ziehe den rüber und drehe den Form drunter weg. Und dann ist das auf dem Teller. Kannst du es dir so ein bisschen vorstellen? Ja. Kannst du ja nachher einmal zeigen. Doch. Ihr Lieben, jetzt erstmal. Ich habe ein neues Kindle und ich habe auch dieses Mal eine Hülle dazu mir geleistet. Du hast einen neuen Kindle? Ich habe einen neuen Kindle. Das ist Kindle Nummer 11. Ich lese so dermaßen viel, ich lese die immer im Grund und Boden, die Dinger. Irgendwann mal bricht da alles drin und das geht nicht mehr. So, ich habe jetzt gelesen, gerade auf meinem Kindle, gestern beendet, Adas Fest von Katrin Borsig. Ich gebe zu, ich habe von ihr noch nie was gelesen, habe jetzt aber mal geguckt, wie viele Titel sie geschrieben hat und so, und habe mir jetzt auch das zweite Buch schon gekauft. Aber dieses hier, Adas Fest, hat mich so fasziniert und fand ich so
gut geschrieben. Es ist eine Familiengeschichte. Die Katrin Bursek, die ist 1971 in Schleswig-Holstein geboren. Also die ist ein nördliches Kind hier aus Deutschland. War Journalistin und hat das alles studiert und irgendwann mal hat sie halt Belletristik angefangen zu schreiben, also Romane, ne? Und vorher hat sie nämlich irgendwie so wissenschaftliche Sachen oder irgendwas geschrieben. Und hier beschreibt sie eine Familie, die an der französischen Atlantikküste ein Wochenendhaus haben und dort immer seit Jahren und Jahren und Jahren mit ihren Kindern hingehen und das eben die ganze Dorfbevölkerung kennen und so weiter und so weiter. Nur im Zuge des Klimawandels wird diese Küste weggerissen. Also es wird nur noch höchstens ein oder zwei Saison lang wird dieses Haus stehen und dann hat das Wasser sich das geholt. Also dieses Haus muss abgerissen werden und da muss die Gemeinde Dämme bauen, damit dieses ganze Landstrich da nicht abgerissen wird. Und sie überwindet sich eben und versucht ihrer Familie das schon beizubringen. Das ist so die Anfangsgeschichte. Jetzt kommen die Kinder angereist. Sie hat, Leute, lässt das Ganze unter dem Motto, ich mache ein Fest, sagt aber nicht warum. Und jetzt kommen die ganzen Kinder angereist und dann tut sich diese riesige bunte Familiengeschichte auf, die so überraschende Bindungen nimmt und die ich euch natürlich jetzt nicht spoilern werde, das wisst ihr ja ganz genau, erzähle ich euch nicht, schließt sich spannend bis zum Schluss und ist wieder mal so ein Buch, was auffällt, weil es gut geschrieben ist, gute Sprache, gut, sie hat auch Naturbeschreibungen so, da hat sie ein gutes Händchen für und man kann sie nicht aus der Hand legen, man will weiterlesen. Es ist so schade, wenn das Buch zu Ende ist. Adas Fest, merkt euch das. Und jetzt machen wir weiter mit einem Kirschkuchen. Doch nochmal einmal rumgehen. Okay. Ja, Jubel. Yippie, was sieht das gut aus? Was machst du jetzt? Ah, so machst du das. Du gehst. Verstehe. Ah. Mensch, das machst du aber beherzt, du. Der hätte mich jetzt aber nicht getraut. Jetzt brauche ich einen Teller. Was? Nein, bloß nicht. Tut mir leid. Ich drehe das so drunter weg dann. Ah. Ist jetzt halt noch so ein bisschen weich, dadurch, dass er gerade frisch aus dem Ofen kommt. Eben. Oh, das geht. So, das riecht gut, ne? Machst du das mit dem Sägemesser? Ich mache das immer mit so einem Messer. Mach man das nicht mit so einem Messer? Also Teig würde ich nie im Leben mit dem Sägemesser machen. Warum? Ich glaube, sie hat mehr Kuchen gemacht als du. Ja, du kannst es besser. Ich habe mich doch mal so gewöhnt. Ich finde das mit so einem glatten Messer immer. Ja? Das immer, also ist halt wie Brot, denke ich mir immer. Soll ich auch 12 Stücke oder soll ich einfach irgendwie aus? Mach nur mal ein Stück, was wir probieren. Wie du sagst, so? Nee, mach doch mal die 12. Schneid mal die 12. Dann kann man das nämlich gleich mal sehen. Ja, in der Rest war das mal, eine Zeit lang hatten wir so ein Gitter, das hat man da wie bei so einem Apfelschneider. Mhm. Uppala. Draufgelegt, ne? Hat man da so draufgelegt und vorgeschnitten quasi. Und da musste man dann nur noch die Linien nachziehen. Jetzt ist das irgendwie verschwunden, wir finden das nicht mehr. Und jetzt muss ich das immer visuell machen, aus Gefühl. Und manchmal, mal ist es so, mal ist es so. Manchmal sieht es gut aus, mal nicht. Oh, wie der noch dampft. Ist halt komplett frisch aus dem Ofen. So, jetzt gucken wir in die Kamera. Thea und ich werden uns jetzt mit dem Zerteilen des Kuchens beschäftigen. Und der Kuchen dampft noch wie verrückt. Der muss jetzt eigentlich erstmal auskühlen. Ne? Wenn man den jetzt warm isst, kriegt man ja Bauchschmerzen. Ich habe
keine Ahnung, ich habe den noch nie so heiß. Also der kommt manchmal warm an, noch warm. Und manchmal dampft das auch noch so ganz leicht, aber... Da haben die früher uns als Kind immer erzählt, da würde man Bauchschmerzen kriegen. Und ich wollte so einen Kuchen eigentlich immer so warm essen. Und da haben die immer gesagt, nein, da kriegt man Bauchschmerzen. So, ihr Leute, guckt mal. Thea's Kirschstreuselkuchen. Das ist ein 14-jähriges Mädchen, was hier ein kleines Meisterwerk vollbracht hat. Und jetzt sagen wir Tschüss. Tschüss. Bingo.